Großer Deal. Oha, jetzt geht's los. Alkohol, sehe ich da. Sieht nach Whisky aus. Oh, wir haben die Staatsanwaltsmission geschafft, ey. Scheiß die Wand an. Die ist durch. Ich drehe am Teller. Und dann habe ich es nicht aufgenommen. Doch, ich habe es aufgenommen. Boah. Ich hatte echt schon Angst. So scheiße, habe ich das überhaupt aufgenommen? Ich habe es aufgenommen. Alter Schwede. Aber ich glaube, ich werde gleich die Session beenden, tatsächlich. Ich habe ja noch diese diese zwei Part-Session, die habe ich ja auch noch. Die muss ich auch noch irgendwie angleichen, so ein bisschen. Obwohl, ja, ich denke mal, knapp eine halbe Stunde nehme ich noch auf, dann habe ich sie ausgeglichen. Dann ist das eine 6-Part-Session, also quasi die zweite Hälfte dieser Session. Die etwas längere Hälfte. Boah, ey, Flughafenmission, Staatsanwalt, alle geschafft. Gute Arbeit, Jungs. Der letzte Job lief gut. Es gibt keine Beweise oder Zeugen gegen uns. Dank eurer Überzeugungsarbeit machen die keinen Laut mehr. Danke, Boss. Wir wollten sie glücklich machen. Nun, das habt ihr geschafft. Aber heute geht es um etwas anderes. Pauli hat ein ziemlich interessantes Angebot. Ich habe einen Typen aus Kentucky getroffen, William Gates. Jeder weiß, dass die Leute in Kentucky den besten Whisky in den Staaten machen. Wie auch immer, der Typ hätte sich fast übergeben, als er den Fusel probiert hat, den Morello verkauft. Und er gab mir einen Schluck von dem Zeug, das sie da unten brauen. Vergesst es. Ich trinke nichts anderes mehr. Also habe ich ihn danach gefragt, okay? Er sagte, es sei gar kein Problem und er könnte mir so viel liefern, wie ich wollte. Stellt euch vor, was wir mit dem Zeug verdienen könnten. Also, ich habe eine LKW-Ladung bestellt. Ich habe mir gesagt, wenn die hier ankommt, können wir später einen größeren Deal machen. Das wäre sicher ein guter Ersatz für den Verlust von den kanadischen Zeugs. Gefällt mir. Gut gemacht. Mir auch. Und wir sacken jede Menge erstklassigen Stoff ein. Da freue ich mich schon drauf. Wo verstecken Sie das Zeug? Sie treffen uns in der großen Parkgarage. Wir müssen vorsichtiger sein als beim letzten Mal. Ihr fahrt mit zwei anderen Jungs im Auto dorthin. Die werden euch auf dem Rückweg eskortieren. Ihr drei holt den LKW ab und bringt ihn in unser Lagerhaus in Hoboken. Die Jungs sind bereits draußen im Hof und warten im Wagen. Und bringt mir eine Flasche, damit ich endlich was Ordentliches trinken kann. Verlassen Sie sich drauf, Boss. Es hört sich entspannender an. Es ist Tag. Geil. Hier, Tom. Das könnte nützlich sein. Danke. Oh, wir sitzen mal nicht vorne. Wartet hier auf uns, Jungs. Wir sind gleich wieder zurück. Folgt uns einfach, wenn wir herausfahren. Dann versuchen wir es mal beim Lagerhaus. Alles klar, Boss. Finde Bill und mach den Deal. Was haben wir denn für Waffen? Das wäre für mich jetzt wesentlich interessanter. Thompson. Wir haben eine Thompson bei uns, okay? Sie werden bereits erwartet, Mister. Da ist ein Erste-Hilfe-Kasten, okay. Wir haben also eine Thompson. Das ist eine schwerere Bewaffnung, die wir haben als letztes Mal, definitiv. Und die Thompson ist auch voll aufgeladen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir das auch brauchen werden. Und wir haben zwei Begleiter bei uns, die ebenfalls bewaffnet sind. Oh, das ist so geil. Echt. Zwei bewaffnete Gefährten ist besser als ein unbewaffneter, ey. Oh. Alter, das war echt übel. Das war echt übel. Unbewaffneter Typ, ey. Das ist echt das Gefährlichste, was du haben kannst. Und dann noch bei einem Anbruch. Ich meine, gut, das war eine Stealth-Mission, aber trotzdem, ey. Alter Schwede.
Die Frage ist jetzt, wo ist der LKW? Der müsste ja wahrscheinlich recht weit oben stehen. Das ist bestimmt auch so eine Scheißmission wieder. Aber es ist wenigstens Tag, ich sehe wenigstens was. Ah, ich glaube, da sind wir schon. Hallo Bill, schön dich wiederzusehen. Hi Pauli. Das hier sind meine Partner und gute Kumpels. Haben auch eine Schwäche für guten Whisky. Und eure ist gut. Das stimmt, er ist gut. Die Hauptsache ist, dass Don Salieri ihn auch mag. Schließlich finanziert er den ganzen Handel. Hier ist eure Bezahlung für die erste Ware. Richtet Mr. Salieri meine Grüße aus. Mit Leuten wie ihm mache ich immer gerne Geschäfte. Das glaube ich, Bill. Vielleicht ist das euer Glückstreffer. Wenn die kleine Lieferung gut für uns läuft, bestellen wir beim nächsten Mal eine Menge mehr. Ich wusste es. In Deckung! Hinterhalt. Verdammt! Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Mist! Aber wenigstens sehe ich jetzt, wo meine Gegner sind. Das war ein Vorteil, den ich vorher vermisst habe. Wie ich hinzufügen darf, schmerzlich vermisst habe. Noch ein Auto. Das ist ja übrigens auch die große Ballerei, die wir im Intro gesehen haben, würde ich mal sagen. Irgendwo hier ist noch einer von denen unterwegs. Aber wo? Ich sehe hier keinen. Wir haben auch nicht mehr so viele Trefferpunkte, sehe ich gerade. Also wir sollten ein bisschen aufpassen. Bist du Freund oder Feind? Freund, okay. Wäre es ein Feind gewesen, hätte er jetzt auch losgeballert. Ach, da unten waren noch welche. Alter Schwede, das ist echt eine Mission. Und das ist eine Mission, die wir aus dem Intro gesehen haben. Also wir hatten einen kleinen Ausschnitt gehabt davon. Frage ist, kommen jetzt noch mehr Gegner oder war es das jetzt? Nein, es kommen noch mehr Gegner. Das wäre auch ein bisschen zu leicht gewesen, glaube ich. Wir wissen ja, das Spiel hat es nicht so mit Leid. Ich dachte gerade, der ballert jetzt auf mich. Das wäre es gewesen. Okay, der ist auch tot. Oh, ist das spannend gerade. Alter. Müssen wir uns echt von Ebene zu Ebene kämpfen. Da steht doch ein Auto. Da stehen doch Autos. Also sind da bestimmt... Ich wusste es! Natürlich sind da welche. Spackos. Erste-Hilfe-Kasten? Zufällig? Da ist doch was. Habe ich den jetzt erschossen? Falls es ein Gegner war? Erledigt. Ja, du bist erledigt. Genau. Kämpfen wir uns jetzt von Auto zu Auto hier, oder was? Da ist einer! Bill ist erledigt. Der wird kein Millionär mehr.
Was zum Teufel war das, Pauli? Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen? Okay. Tja, wer war das wohl? Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr von den Typen auftauchen. Holen wir den Laster und hauen ab. Tom, du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Ja, super. Wo steht der Laster? Fahr den LKW zu Sayeris Lagerhaus. Ja, witzig. Wo ist der LKW? Der müsste ja... Ach, der steht oben wahrscheinlich, ne? Gut, aber ich denke mal, dass jetzt hier kein Gegner mehr rumläuft. Es würde mich wundern, wenn jetzt hier immer noch welche rumlaufen. Alter Schwede, das war echt gerade... Hui. Das war aber schon eher nach meinem Geschmack. Richtig schöne Ballerei. Das ist schon eher mein Stil. Richtig schön. Jo, das läuft. So ein offener Kampf, das ist schon eher was. Offener Kampf ist mir lieber als Stealth. Auch wenn Stealth wahrscheinlich auch durchaus seinen Reiz hat, aber meh, für mich nicht. Das ist der LKW. Oh, der scheint auch ein bisschen angeschlagen zu sein. Oh, komm jetzt bitte nicht mit so einer Schadenscheiße. Oh, natürlich. Natürlich kommt er mit einer Schadenscheiße. Ich hasse dich. Ich hasse die Spiele. Ich hasse dich so sehr. Das heißt, ich muss jetzt wirklich ganz, 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 ganz übervorsichtig fahren. Damit das Auto ja nicht beschädigt wird. Oh. Besser, ich fahre mal hier außen rum, da sehe ich auch was. Fuß? Das hört sich so ein bisschen so an. Vor allem, ich fahre schön falsch rum raus, ne? Scheiß drauf. Alter Schwede. Na komm schon, komm schon. Sei ein braves Mädchen. Sei ein braves Mädchen, LKW. Ist noch weiter runter oder war es das schon? Weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, nee, das war's schon. Das war's schon. Wir müssen jetzt einfach nur noch raus da. Oh. Großer Deal. Ich hoffe, das wird auch gespeichert. Wir machen Fortschritt, Freunde. Ist das nicht toll? Wir machen Fortschritt. Also man kann jetzt eigentlich sagen, dass dies hier der zweite Teil der halben Stunden-Session ist. Dann dürfte das wieder angeglichen sein. Ich nehme jetzt noch 13 Minuten ungefähr auf. Es sei denn, die Mission dauert noch ein bisschen länger. Aber ich denke mal nicht. Das sollte es jetzt eigentlich schon fast gewesen sein. Also jetzt noch den Alkohol abliefern, dann sollte es auch gewesen sein eigentlich. Oh, der Speicher. Danke. Danke, Spiel. Also das muss man echt sagen, also es wird regelmäßig gespeichert. Zwar nicht immer, aber es wird regelmäßig gespeichert. Schüttle, oh nö. Ja, ich glaube, er hat einen Plattfuß. Schüttle sie ab. Och, nicht. Nee, nicht schon wieder so eine Scheiße. Mit dem war ich ja schon immer sehr erfolgreich. Wie wir ja wissen, der zieht übrigens ein bisschen nach rechts. Der Laster. Zieht ein bisschen nach rechts. Der scheint links, der scheint einen Plattfuß zu haben. Ist nicht gut. Ich würde mal den Tipp nutzen, der mir gegeben wurde, nämlich schön in den Gegenverkehr fahren. Aber hier ist nicht gerade sehr viel Gegenverkehr, deswegen wird es ein bisschen schwierig da. Ja, super. Auf jeden Fall will ich das. Ich bin da regelrecht geil darauf, dass ihr drauf geht. Deswegen fahre ich auch so. Um euch ja drauf gehen zu lassen. Auf jeden Fall. Das ist voll mit Absicht. Scheiß Auto.